haben Sie schon gehört, der Neonazi-Anwalt Jürgen Rieger, genau, dieser sympathische Landesvorsitzende der Hamburger NPD hier hinter mir, hat mal wieder eine Immobilie gekauft. Und zwar ein Hotel im schönen Niedersachsen, genauer gesagt im kleinen Städtchen Fassberg. Das liegt übrigens genau hier. Und dieser Neonazi Rieger will da aber nicht seine Freunde unterbringen. Da würde ja schon die Abstellkammer völlig ausreichen. Nein, Rieger will dort mal wieder ein sogenanntes Schulungszentrum für rechte Nachwuchskräfte einrichten. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Ganz Fassberg inklusive Bürgermeister Hans-Werner Schlitte sind ganz verzweifelt und überlegen nun angestrengt, was tun. Und deshalb haben wir beschlossen, extra 3 hilft Fassberg. Und zuerst einmal wollte ich überhaupt wissen, wer auf die Idee kommen konnte, ein Hotel an Nazis zu verkaufen. Das wollte ich mir mal ansehen, dieses Hotel in Fassberg. Genau hier will der Rieger mit seiner Neonazi-Stiftung angeblich ein NPD-Schulungszentrum einrichten. Hallo? Ob die Nochbesitzer wissen, an wen sie da verkauft haben? Ja, aber Herr Rieger ist doch ein Nazi, das wissen Sie. Nein, der ist Direktor, so geht das für den. Ist kein Nazi, Herr Rieger. Herr Rieger ist der Direktor von dieser Stiftung. Die Stiftung hat es von uns gekauft. Ja, aber Herr Rieger ist doch ein Nazi, das wissen Sie hoffentlich. Okay, das ist der Verkäuferin des Hotels ziemlich egal. Da habe ich den Bürgermeister von Fassberg mal gefragt, wie der das denn findet mit den Nazis hier in seinem Ort. Das ist eben die Sache, die wir nun absolut nicht haben wollen. Dass hier irgendwo Rechtsextreme ihr Unwesen treiben, das wollen wir eben vermeiden. Sehr gut. Da bieten wir von Extra 3 den Fassbergern gerne unsere Hilfe an. Wir wollen das heute ein bisschen probieren. Ja, ob die Bürger von Fassberg zivilen Ungehorsam üben können. Ja, doch bin ich mir eigentlich sicher, dass dieses so ist. Ja? Ja. Unterstützen Sie uns dabei? Ja, natürlich. Gerne bei dieser Frage, weil es soll ja auch ein bisschen dokumentiert werden, dass natürlich der Bürger das nicht will, dass sich hier diese rechtsradikale Ideologie bei uns in der Gemeinde verbreitet. Das will keiner. Auf in den Kampf. Und der Fassberger zeigt sich kampfeslustig. Wenn zum Beispiel ein Nazi hier seinen flotten Kurzhaarschnitt wieder in Form bringen will, hat er bei Friseurharmonie ganz schlechte Karten. Sie wissen, dass Sie bald hier ordentlich Glatzen schneiden müssen? Ja, das machen wir aber nicht. Wir schneiden hier keine Glatzen. Ja. Und deshalb können Sie auch gleich unsere Haarschneidemaschine mitnehmen. Ach, die da brauchen wir nicht. Keine Glatzen schneiden. Sehr gut. Ja, das ist deutlich. Und wenn die NPD hier in Ruhe ihren Parteitag abhalten will, dann könnte es demnächst ein lautes Störmanöver geben. Also das erwartet jetzt Jürgen Rieger, wenn er sich hier blicken lässt? Ja. 1, 2, 3 Kettensägen. Ich hab noch mehr. Und auch die hier wollen den Nazis was auf die Ohren geben. Der Männerchor Fassberg. Wir brauchen solche Leute hier nicht in der Heide. Wir sind hier glücklich und zufrieden. Und wer hier Rabatz macht, kriegt was auf die Mütze. Und wenn das nicht reicht, kommt auch noch der Kirchenchor. Ach was, das ganze Dorf ist bei unserer Aktion dabei. Denn, wie sagt der Pastor? Sie werden hier nicht fröhlich werden mit uns. Und getreu unserem Motto, die Heide blüht lila und nicht braun. Demnächst könnte NPD-Mann Rieger hier seine rechten Brandreden halten. Und dabei könnte er demnächst ganz schön nass werden. Denn die Freiwillige Feuerwehr Fassberg ist für den Ernstfall bereit. Man hat schon Stimmen aus der Bevölkerung gehört, die gesagt haben, bevor ein Herr Rieger dieses Hotel bekommt, zünden wir es an. Wir als Feuerwehr würden das natürlich nicht gutheißen. Natürlich nicht. Fassberg ist fest entschlossen, die Nazi-Schergen Gebühren zu empfangen. Herr Schlegel, Sie haben gesehen, die Bevölkerung steht dahinter. Ich weiß, uns fällt da noch was ein. Wir wollen die Nazis hier am Ort nicht haben und das werden wir verhindern. Sehr schön, Herr Bürgermeister. Und wenn Sie wollen, Extra 3 hilft natürlich gern. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch weitere Ideen haben, wie man die NPD in Fassberg gebührend empfangen könnte, dann gehen Sie einfach mal auf unsere Internetseite, jetzt eingeblendet, x3.de, und machen Sie Ihre Vorschläge. Dankeschön.